Moin, Servus. Heute zeige ich euch, wie ihr bei eurem E46 die Frontembleme tauschen könnt. Als Werkzeug nehmt ihr euch vielleicht ein Messer oder einen stumpfen Gegenstand, der ziemlich flach ist. Ich nehme jetzt hier einen Schraubendreher, den ich isoliert habe, und einen Balisongentrainer. Der ist nicht scharf, also kein Messer. Da geht ihr unter einer Ecke runter und hebt das ganz häufig hoch. Dann könnt ihr mit dem flachen Gegenstand runtergehen. Jetzt hört, wie es geht. Das hatte ich genau nicht gehofft. Danach könnt ihr euer neues Emblem nehmen. Das könnt ihr auch machen. Und könnt das im Normalfall einfach hier reinstecken. Nur bei mir war das schon eingeklebt, daher muss ich das jetzt auch wieder einkleben, weil ich diese Hülsen nicht habe, die hier reinkommen würden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Viel Spaß noch und viel Glück in der Corona-Zeit. Tschüss!